Servus, Mosche, boah, das ist ja noch kälter geworden. Der Wind ist ja so eisig immer, gell? Boah, ich weiß gar nicht, was ich noch alles anziehen soll. Mütze hat man eh auf, Ohrenschütze habe ich noch auf und Schal und unter Mantel immer noch, die Leggings unter den Hosen, was weiß ich alles, und man friert trotzdem. Ah ja, und da muss man so aufpassen. Um einen rum sind ja alle krank, Hust oder Schnuppe. Man schraubt immer gerade so an der Erkältung vorbei. Ich trinke abends immer einen heißen Äppler. Ja, der räumt auf und der mischt schön warm. Müsste auch immer machen, das bringt's echt. Ja, und ansonsten bin ich noch mit im Umzug. Och, ich sag's euch, die Kiste muss ja erst einmal all gepackt sein. Und dann im Neubereich muss ja auch erst einmal renoviert werden. Und der Alte muss so weit hergerichtet werden, dass er Besen rein übergeben werden kann. Ich sag's euch, mir platzt die Murmel. Aber es hilft ja nichts. Deswegen bin ich auch nur kurz an der Stelle jetzt heute mal. Und es gibt wieder einen kleinen Witz für die Woche. Zwei Möbelpacker müssen Klavier in den 12. Stock aste. Sechste Ahne, boah, das ist ja echt viel. Aber ich habe gut und eine schlechte Nachricht. Sechste Ahne, auf, erzähl. Eine gute Nachricht ist, wir sind schon im 7. Stock. Die schlechte Nachricht ist, wir sind im falschen Haus. Ja, ich hoffe, sowas passiert bei mir nicht und es läuft alles glatt, Kerle. Also, euch kann ich nur sagen, zieht euch weiter warm an, passt auf euch auf, wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, tschö.